Eure Anführerin war einfach nur vorsichtig. Verletzte Gefühle sind mir deutlich lieber, als in den Fängen des Instituts zu landen. Ganz genau. Hat uns aber irgendwie die Chance auf einen guten ersten Eindruck gekostet. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe für dich gebürgt, niemand wurde erschossen. Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns nicht an das Institut verrätst. Danke. Er hat für mich gebürgt. Also, verrat es mir. Warum hast du für mich gebürgt? In unserer kleinen Truppe ist es meine Aufgabe, Dinge zu wissen. Und anhand deiner Taten sieht man, dass du was drauf hast, also ein gefährlicher Feind wärst. Und sicher auch ein wertvoller Verbündeter. Komm, wir probieren es. Aber woher das Vertrauen? Glaubst du mir das alles einfach so? Ich habe eine Menge über dich gehört. Genug, um dir eine Chance zu geben. Des möchte, dass ich einen Touristen aus dir mache. So nennen wir Leute, die hier und da aushelfen. Was für eine Verschwendung. Ich sage es ganz einfach frei heraus. Die Railroad braucht dich. Okay. Sicher, dass ihr mich braucht? Desdemona war es offenbar egal. Sie denkt einfach nur an die Zeit und die Personalstunden, die sie in deine Ausbildung investieren müsste. Und wenn du ein Vorstadtbauer wärst, der nichts drauf hat, hätte sie auch recht. Aber jede Wette, dass jemand wie du nur ein paar Hinweise und ein Ziel braucht. Ich weiß nicht recht. Ich erkläre dir den Plan und dann entscheidest du dich. Ich habe da einen Auftrag. Zu groß für mich, perfekt für uns beide. Du hilfst mir, alle sind begeistert und Daz lädt dich in unsere Schar ein. Wenn du dann einmal ein Problem hast und Hilfe brauchst, sind deine Freunde von der Railroad für dich da. Was für ein Job ist das? Aktuell kann ich dir nur sagen, dass es eine wilde und gefährliche Reise werden wird. Das ist für jemanden wie dich aber wohl nichts Besonderes. Ja, also den Auftrag, denke ich, können wir machen. Vielleicht kriegen wir da auch mehr Informationen. Bisher bin ich Ihnen zumindest nicht negativ. Gut, dann bin ich dabei. Perfekto. Treffen wir uns am alten Freeway vor Lexington. Dort erzähle ich dir genaueres. Okay. Das war doch schon mal was. Okay, was haben wir hier? Glory. Wir können uns ja mal umschauen. Desdemona. Wir gehen getrennt raus, nachdem du weg bist. Hier sollte man am besten keine Aufmerksamkeit erregen. Entschuldigung? Ich hab gesehen, was du auf dem Weg gemacht hast. Nicht schlecht. Also für einen Menschen. Okay. Danke für das Kompliment. Ja, na klar. Das ist gerade ein echt schlechter Zeitpunkt. Wir erholen uns noch von etwas, das ich dir nicht sagen kann. Uns fehlt ein Mann. Und wenn es stimmt, was Deacon über dich erzählt hat, hätte ich dich gerne in unserem Team. Was? Glaubst du Deacon etwa nicht? Nach dem, was ich gesehen habe, könnte das stimmen. Des hat zwar gesagt, wir hätten keinen Platz, aber sprich mit Deacon. Der hat bestimmt eigene Interessen. Wie immer. Hi. Kann es gar nicht erwarten, von hier zu verschwinden. Gruseliger Ort. Okay, also es geht nicht nur Piper so. Das ist ja beruhigend. Okay. War's das? Kann ich hier noch irgendwo raus? Nee. Wir müssen hier raus. Das ist doch simpel und einfach. Na gut. Das war's also schon. Also wissen wir nicht mal, wo die Basis ist. Ich meine, wir wissen, wo die Minutemen sind, wo die Synths sind oder wo das Institut sitzt, besser gesagt. Das haben wir auch noch nicht rausgekriegt. Das ist ja nachvollziehbar. Wir wissen ja jetzt zumindest, dass sie sich teleportieren können. Wo die Minutemen sind, das ist Sanctuary, das wissen wir. Die Bruderschaft haben wir gesehen, wo die, ich nenne es jetzt mal, gelandet sind oder angelegt haben. Oh, sehr schön. Hätten wir das fast vergessen. Und nun ja, ich guck noch mal schnell oben rum, ob wir an alles gedacht haben. Ja, und wo die Railroad sitzt, könnten wir also jetzt endlich in Erfahrung bringen. So. Gibt's hier noch irgendetwas, was für uns von Relevanz sein könnte? Sieht nicht so aus.
Es sieht nicht so aus. Also verlassen wir jetzt die Old North Church wieder. Weil hier gibt es ja nun echt nichts mehr. Und gehen raus ins North End. Naja, das ist eigentlich ein Quest, der bringt echt gut XP, weil wir halt relativ viele Gegner haben, die aber schlagbar sind, viele Locations kennenlernen. Auch wenn man das wirklich mehr im Vorbeigehen macht, ohne das zu untersuchen, also sonst wird man ja nie fertig. Und daraufhin dann noch... Oh, dunkel. Viele Locations findet und daraufhin halt noch die XP für die ganze Erkundung kriegt. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Okay, wir sind wirklich bis fast an die Küste gekommen. Also die Küste ist da. Dann will ich jetzt zumindest mal einen Blick auf das Schiff der Bruderschaft werfen. Jenes. Okay. Man rechnet quasi schon fast damit, dass hier irgendwo ein Meierlurk vorgesprungen kommt. Bin auch ganz froh, dass das bisher nicht der Fall ist. Ich mag die Viecher einfach nicht. Okay, eine Red Hirschkuh ist ja ganz in Ordnung. Noch mehr Red Hirschkühe. Das ist Piper. Okay. Piper probiert das Boot mit ihrem Dickschädel zu versenken. Na komm. Ja. So. Gut. Na komm. Nein. Ja, glaub mir, das möchte ich auch. Aber es gibt ja Gott sei Dank hier auch einen. Okay, was ist hier? Ach, das ist ein. Keine Ahnung, ein. Ehemaliger Strandwagen. Okay, was haben wir denn hier? Baum. Mutterbärenpflanze. Hey, es gibt Ärger. Gibt es gar nicht. Lass doch mal die armen Hirsche in Ruhe. Das ist ja unfassbar. Dem Hirsch werde ich jetzt auch nichts tun. Okay. Hier hat sich jemand... Was hast du gegen die Hirsche, Frau? Das ist ja unfassbar. Nee. Ich lasse mich jetzt davon nicht anstecken. Das ist ja... Ich meine, sie attackieren mich ja nicht. Ich meine, sie heilen gut. Natürlich, das gebe ich auch offen zu. Hier, Piper. Da gibt's irgendwas zum Beschießen. So. Also mit irgendwas kämpfen die guten Raider da. Wir schleichen uns einfach mal an. Genießen, dass wir hier nicht involviert sind bisher. Okay. Custom Ausdauer. Hier liegt ein defekter Protektron. Und diverse Menschenleichen. Habe ich Piper jetzt irgendwo? Nein. Natürlich nicht, wenn man sie braucht. Wow. Also hier führt irgendjemand gerade einen Kleinkrieg, so wie es klingt. Aber nicht mehr lange, wenn es nach mir geht. Sehr schön. Eine wunderschöne Pirouette zum Abschluss gedreht. So, wir gehen am besten mal aus dem Licht. Piper, meine Fresse, wo bist du denn? Ach hier, Psst. Oh Gott, habe ich wieder zu früh geschimpft.
werde mich aber nicht entschuldigen. So. Ja. Da ist er. Hallo, lieber Raider. Schon mal über eine Nahtoderfahrung nachgedacht? Ich glaube schon. Da ist wieder ein Raider-Plünderer. Okay. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Gut. Und wir würden jetzt... Wir reisen jetzt einfach mal nach Sanctuary zurück. Oder müssen wir nach Sanctuary? Nein. Wir reisen... Sanctuary, haben wir unsere Power-Rüstung. Ja, wir reisen nach Sanctuary. Das möchte ich jetzt einfach mal. Einfach, weil es noch Macht der Gewohnheit ist. Früher oder später wird es die Oberland-Station werden, wo wir unser temporäres Rückzugsziel hinmachen. Einfach, weil sie näher liegt. Das ist schon krasser Scheiß, diese 44er. Macht schon echt was her, muss ich sagen. So, da sind wir. Wir laden natürlich erstmal wieder alles ab. Achso, wir nehmen erstmal Piper alles ab. Psst, so. Nach dir. Diese eskalierenden Brahmen von diesen Händlern hier ist der Hammer. Okay, Transfers. Und der Schrott wird umgelagert. So, und jetzt können wir erstmal wieder den Bastler machen hier, indem wir quasi wieder unsere gesammelten Werke verwursten. Das Lasergewehr, muss ich mal schauen, vielleicht behalte ich das. Laserpistole, wir haben halt echt viel Schuss inzwischen. Also kann ich vielleicht mit einer ordentlichen Laserpistole auch noch was rausholen. Als quasi Ersatz. Also die ist schon nicht schlecht, aber ich will eigentlich eine mit einer viel höheren Feuerrate. Weil das macht sie für mich momentan unattraktiv. Die hat halt momentan eine eigentlich deutlich geringere Feuerrate. Braucht aber halt so wenig Punkte im Watts. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wonach sich diese Watts-Punkte richten. Also bei einer Laserpistole dürfte es ja eigentlich auch nicht so hoch sein. Daher erstmal schauen. So, die Powerfalls will ich einfach mal gucken. Gibt es noch mit einer Heizspule? Da bräuchte ich aber den Level 3 Schmied für die Nahkampfwaffen. Oder halt nichts. Aber durchdringend heißt halt diese ja, Beton- oder Stahlbeton-Teile, die dort rauskommen. Nein. Und die behalten wir sicherheitshalber. Die hat uns ja gut gegen Sworn geholfen. So, dann schauen wir jetzt mal. Die Splittergranate legen wir ab. Das lassen wir nochmal da zum Vergleich. Aber die Powerfalls kommt weg, einfach weil wir die Kapazität zum Tragen nicht brauchen. Und das war es erstmal für diesen Teil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis denn dann.